Sind die Engel Beschützer? Einmal ja, die Engel sind eure Beschützer, ja? Und einmal, es gibt keinen Beschützer außer Allah. Guck mal, subhanallah. Ja, natürlich gibt es keinen Beschützer außer Allah. Weil die Engel können dich nur beschützen. Von wem kommt der Schutz? Von Allah. Wenn du sagst, ja, die CDU, ja, Schatzmeister, Präsident, ist das was anderes? Ist aber trotzdem zur CDU. Das heißt, wenn, oder zum Beispiel du fährst in irgendein Land und die Polizei beschützt dich, wer hat den Auftrag von der Polizei bekommen? Wer hat der Polizei den Auftrag gegeben? Der Staat. Zum Beispiel George Bush geht in ein bestimmtes arabisches Land und hat tausende von Bodyguards da, von diesem arabischen Land. Weil die wollen diesen wertvollen Menschen nicht, dass der wertvolle Mensch verloren geht. So, wer hat ihn beschützt? Die Body. Dann sagst du ja, der Herrscher von diesem Land hat ihn beschützt. Das ist ja ein Widerspruch. Die Bodyguards haben ihn beschützt, ja klar. Wer hat den Bodyguards den Auftrag gegeben? Der Herrscher natürlich.